Fügen Sie am Empfangsterminal im Foyer Vieras Gestorben Musiksequenz wäre. zusammen. Okay, dann machen wir das mal. Aber wo müssen wir das machen? Der flinke Gelehrte. So, sind hier eigentlich jetzt noch die ganzen Viecher? Also, auf jeden Fall sind hier noch Radiosender. Das ist schon mal Dreck. Die können wir aufbrechen. Ich hätte es nicht machen wollen. Das waren nur 85%. Das war ziemlich leichtfertig. Okay, medizinischer Versorgungsschrank. Das ist schon mal ganz cool. Wo ist dieser verdammte Patriotenkochbuch, Shopping für Wochenendkrieger. 300 Serramatos-Chips. Das entspricht 300 Scheinen Vorkriegsgeld. Das ist krank. Das ist echt krank. So. Da war eine Sackgasse. Da ging es nicht lang. Ja, wir haben ja wahrscheinlich irgendwo noch ein Terminal, an dem wir irgendwas machen müssen. Da waren wir noch nicht drin. Da haben wir jetzt auch jetzt einen Schlüssel für. Nein, noch gar nicht. Diese Tür ist wegen eines Gaslecks in der Küche, das die Luft vergiftet, hermetisch versiegelt. Was stand da? Das Gas muss abgedreht werden, um sie zu öffnen. Ist das dein Ernst? Oh, fuck, 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 fuck. Ich glaube, ich sollte nicht mehr so rumtrödeln in diesem Addon. Dass ich diese Lektion auch immer wieder aufs Neue lernen muss. Ich empfange Interferenzen wie bei der Villa. Auf der Etage gibt es Lautsprecher und Radios. Halten Sie die Ohren auf Ja, und die ja. Wände im Blick. Ja. So, wir gucken noch mal hier rein. Da liegt es direkt. Kaum zu glauben, dass ich den ganzen Weg hierher gekommen bin. Ich denke mal, die Gaslecks sollen wir reparieren. Nur damit man mir die Stimme stiehlt. So, das war doch ganz angenehm. Und wir haben einen neuen Shortcut. Sollen wir daran? Nein. Wir sollen tatsächlich noch mal runter. Das letzte Wow! Fragment, mehr brauche ich nicht. Die Und Stimme. nun, geh ans Terminal im Hauptfoyer und flick die Musiksequenz zusammen. Ja, wir haben jetzt erstmal eine Schrotflinte und die Viecher sind damit ein wenig einfacher. Einfach weil ich nicht mehr diese Munitionsknappheit im Kopf habe. Auf Wiedersehen. So, du bist der Nächste, mein Freund. Wir gehen mal mit dem VATS-Gott ran. Da ist direkt noch einer. Ich glaube das nicht. Also so langsam kriege ich Gefallen an der Schrotflinte. Also das Ding ist echt cool. So, den letzten kriegen wir auch noch down. Ja, zweimal verfehlt. So, Todesurteil. Wollte gerade sagen, kann doch nicht sein. Oh, wie viele kommen denn da noch? Also, da sind echt gerade eine Menge auf dem Weg hin. Wir switchen jetzt gleich mal die Schrotflinte. Dann nehme ich halt das blöde Messer. Oder auch nicht. Das Nachladen dauert zu lange. Bin ich schneller, wenn ich mit der weiter schieße? Ich nehme die Polizeischrotflinte. Ich hoffe mal, dass der Wumms einigermaßen besser ist. Ich glaube nicht. Aber mir gefällt das Feuergeräusch ganz gut. Wobei das andere gefällt mir doch besser. Hat er gerade seinen Arm verloren oder haben wir die Leiche getroffen? Ne, wir haben die Leiche getroffen. Auf Wiedersehen. So, da unten lebt immer noch einer. Die sind mit der Schrotflinte echt kein Problem.
Also die Schrotflinte ist das Beste, was uns hätte passieren können. Das hätte uns ruhig eher passieren können. Na Mist. Jetzt müssen wir noch hier an den Terminal. Dafür ist der Terminal ganz zum Schluss. Repetitionsterminal. So, holographische Begrüße aktivieren. Holographische Sicherheit aktivieren. Auf Musiksteuerung zugreifen. Hallo. Sternchen-Hologramm, ja. Jetzt nur die Frage, was bringt uns das? Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich nochmal auf die Dinger zugreifen, oder? Theater-Hintergrundmusik abfragen. Das Song-Hintergrundmusik abfragen, Suiten-Hintergrundmusik abfragen. Und jetzt haben wir Lieder von ihr bekommen. Gut, das heißt, wir müssen jetzt, denke ich mal, wieder hier lang. Und einmal hier durch. Dafür haben wir auch den Shortcut bekommen. Der ja ach so lang ist, ach so kurz ist. Wobei doch, er ist ein ganzes Stück kürzer. Muss man ihm lassen. So, ich will hier noch mal ein bisschen Gewicht loswerden, auch wenn es noch zwei Kippenpackungen sind. Jetzt sollen wir mit dir reden. Sie sind zurück. Sicher, dass Sie mich noch hier haben? Ich habe die Phrase für das Audioschloss am Aufzug gefunden. Ah, ich habe mich um die anderen gekümmert und kenne die Schlüsselphrase. Ja. Bin überrascht, dass dieser Supermutant sie nicht gefressen hat. Von denen will ich erst gar nicht anfangen. Ich raspel also nur ein paar Worte runter und die Vault öffnet sich? Diese Frau, dieses Sternchen. Warum hat der Erbauer das für sie gemacht? Dieser Ort, ich bin nicht sicher. Es fühlt sich nicht wie ein Casino an. Nicht ganz zumindest. Vielleicht war es ein Vertrauensproblem. Es scheint, als hätte er diesen Ort für sie gebaut. Keine Ahnung, gehen wir. Die Phrase ist, begin again, dann let go. Ja. Ein Vertrauensproblem, würde ich auch sagen. Das ist möglich. Dieser Ort ist riesig. Und er hat Strom, Essensautomaten, Sicherheit. Alles nur für Vorkriegsgäste oder für sie? Ich glaube, er hat sie geliebt und wollte sie beschützen. Zu sehr. Schätze, jemand ist davon besessen oder es ist Liebe. Ja, zu sehr. Die Liebe bringt Menschen dazu, seltsame Dinge zu tun. Das bestreite ich nicht. Es kann einen wahnsinnig machen, wenn man sich nicht findet. Wenn sie sich geliebt und sich gefunden haben, dann ist das meiner Meinung nach das Einzige, was zählt. Aber sie liegt da tot in diesem Zimmer, weil das Casino sie nicht gehen lassen wollte. Und wer weiß, wo er ist. Es wäre so lustig, wenn Sinclairs Leiche in der Vault wäre. Keine Ahnung, wieso. Sind Sie bereit? Die Sequenz ist Begin, Again, Let Go. Ja. In Ordnung. Sie sind bestimmt auf alles vorbereitet, wenn Sie darunter gehen. Aber was, wenn Sie nicht wieder rauskommen? Sie müssen mit mir nach unten kommen. Es wird auf Ihre Stimme reagieren. Aber was soll das bedeuten? Ja, was soll das bedeuten? Ich wollte nur sicher sein, dass Sie wirklich bereit sind. Wenn Sie darunter gehen, dann wäre es das für uns. Wir würden nicht mehr gebraucht. Wer auch immer diese Halsbänder gebaut hat, wird Ihnen darunter folgen. Und er wird sie nicht gehen lassen. Er teilt nicht gern. Hat er noch nie. Wahrnehmung 6 und 7. Sind sie okay? Irgendwas ist hier faul. Ja, ich hätte jetzt gern Wahrnehmung 7. Er wird hier zu den Suiten kommen. Wenn er hier ist, lassen sie ihn durch. Sie sollte sich eher vom Acker machen. Wir werden sehen. Ich kümmere mich um ihn. Begin again, but know when to let go. Mal sehen, was passiert. Wir haben jetzt leider nichts gehabt, um unsere Wahrnehmung ein bisschen aufzupushen. Wir haben bestimmt Mentats, aber ich wusste halt unmöglich. Nein, wir haben tatsächlich keine Mentats. Wow, doch hier. Wahrnehmung plus 2, nachträglich geht's bestimmt nicht. Sie sind zurück. Gefunden. Vertrauensproblem.
zu sehr. Sind Sie bereit? Was soll das bedeuten? Wahrnehmung 7. Deshalb warten Sie. Sie wollen ihn umbringen. Ja, okay. Ich kann ihn nicht von hier fortgehen lassen. Sehen Sie, Sie haben so viel getan und er wird sich erst zeigen, wenn Sie darunter gehen. Vertrauen Sie mir? Wenn ja, dann lassen Sie es sein. Wenn er Sie umbringt, werde ich nicht mehr in der Lage sein zu fliehen. Ja, wir sagen, vertrauen Sie mir. Ich kann nicht loslassen. Jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, ich habe ihn schon zu oft verloren. Er muss sterben. Das, was hier mit uns passiert ist, er hat schon viel Schlimmeres getan. Was gibt's denn bitte Schlimmeres? Lassen Sie ihn durch die Suiten, folgen Sie mir, wenn er entkommt. Wenn er entkommt, werden Sie hier bleiben und wieder warten. Ich kann nicht zulassen, dass Sie ihn töten. Wenn Sie sterben, töten Sie uns beide. Ja. Oder wir nehmen das hier. Sie müssen es mir versprechen. Versprechen Sie mir, dass Sie mit ihm abrechnen. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich... Christine, bitte hören Sie auf. Lassen Sie mich mit ihm fertig werden. Ich verspreche, er wird nicht entkommen. Ja. Oder also gut, wenn Sie ihn nicht gehen lassen, dann habe ich keine andere Wahl. Ja, ich verspreche. In Ordnung. In Ordnung. Ich werde... Ich muss von dieser Etage weg. Er wird mein Halsband nehmen und... Sie müssen mir nicht sagen, wohin Sie gehen. Ich finde Sie, wenn das vorbei ist. Geben Sie mir nur die Worte, damit wir das beenden können. Nach Hause gehen können. Ja, ich finde Sie. Ja, machen wir.